Wenn er so fleißig trainiert, wird Weltmeister wie diese, weiß ich nicht, wie Chimaev. Meine Muskeln sind zu. Schultern, Waden, Oberschenkel. Guten Morgen, herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Assalamu alaikum an alle. Heute gibt es ein sehr, sehr hartes Training, Höhentraining mit zwei Weltmeistern, einmal Boxweltmeister, einmal Ringenweltmeister. Wir gehen jetzt Boxhandschuhe holen, weil ich bin, was Sie nicht wissen, ein sehr verpeilter Typ. Ich habe meine Boxhandschuhe verloren. Jetzt brauchen wir schnell neue, deswegen rasen wir jetzt. Wir rasen. Weiße Boxhandschuhe, soll ich mir weiße Boxhandschuhe holen, damit man das Blut der Gegner immer sieht. So, ich habe mich entschieden. Ich halte schon. Was denn? 14 ist? 14 ist. Wir haben alle rumgeholt, weil ich mit 12 Unzen bin. Mhm. Weil das weh tut. Das tut weh, ja. Die Wahrheit tut weh. Jeder kriegt einen Riegel. Oh, ein Riegel. Spaß. Jetzt? Oh, Power. Oh, extra Power mit Warte, jetzt kriege ich Power. Oh. Scheiße. Das war aber easy. Ah, hier. Das ist richtig ekelhaft. Langsam fahren. Das steht sogar extra langsam. Oh, Scheiße. Sehr wenig Platz, Bruder. Dieser Booster ist schon wirklich stark, ja? Ja? Ja. Aber weißt du, das Booster ist nicht Spaß. Wir lassen diese Booster schon wirklich stark. Ey, warte, sag, ich bin müde. Kannst du mir was machen? Ja. Ich bin heute richtig müde, ja. Wirklich? Ja. Kannst du mir was machen? Ich habe einen Booster mit. Und Doom. Was für einen Booster? Nicht nur Doom, sondern Doom 2. Zweite Episode. Ist das der zweite? Ja, das Was ist der zweite. Zweite. Der Doom 2 ist einfach noch mal krasser. 10% Geld sparen mit dem Code Johnny. Wie läuft das Warm-up? Sehr gut. Gut. Was erwartet uns jetzt vom Training? Starkes Training. Starkes Training? Ein Abriss-Training. Wir haben jetzt mit Ausdauer angefangen, jetzt Schnelligkeit. Weiter geht's mit Schnelligkeit. Meine Schultern, es wird Zement. Meine Muskeln sind zu. Schultern, Waden, Oberschenkel. Wie ist es denn für dich, mit ihm zu trainieren? Für mich ist noch nicht. Für dich das ist das cool? Ich kenne das. Kenn das schon. Für mich ist das leicht. Er macht das jeden Tag. Ohne Pause. Und du steigst auch langsam ein, ja? Ja, jetzt fangen wir an. Weltmeister im Schwergewicht. Hier, der. Ich bin Hausmeister. Hausmeister. So, jetzt kommt der entspannte Teil. Jetzt kommt wirklich der entspannte Teil. Pratzen ist auf jeden Fall einfacher als das, was wir gerade gemacht haben. Wir müssen viel, viel mehr an Beweglichkeit arbeiten. Ich werde ausgelacht. Jeder Trainer darf das. Der ist der Beste für mich. Ich denke, der wird bei Free Fight kämpfen. Meine Meinung 100%. Wenn er so fleißig trainiert, wird Weltmeister wie diese, weiß ich nicht, wie Chimaev oder das, weiß ich nicht, der anderen. Oder Nurmagomedov. Weil ich weiß, aus Landsmann meine, der schafft schon. Wir kämpfen dafür.
Разве не полностью? Во! Во! Ниш телефонир! Ниш! Во, еспри! Дай его! Хоп! Хоп! Я сюда! Das Training heute ist mit der besten Unterstützung, die man haben kann. Einmal dreifacher Ringweltmeister Arek Gevorkyan, Boxweltmeister Abdullahka Alexander Jakob. Zusammen haben wir ein sehr, sehr starkes, anstrengendes Training gerade gemacht. Ich weiß, dass vom Ringtrainer, das war eigentlich nur Aufwärmprogramm, aber ich muss ein bisschen an Ausdauer arbeiten. Und da haben wir viel auf Ausdauer und Schnelligkeit gearbeitet. Boxen haben wir heute ein bisschen Technik gelernt, sozusagen Grammatik, also wie man seinen Körper besser einsetzt, und da muss ich sehr, sehr viel arbeiten. Ich weiß das an alle Klugscheißer da draußen, ihr braucht mir das nicht sagen in meinen Kommentaren. Ich weiß, woran ich arbeiten muss, und der Unterschied ist, ich weiß, was ich machen muss, und ich ziehe das zu 100% durch. Also alle, die kommentieren wollen, kommentiert ruhig weiter und ihr werdet irgendwann das Ergebnis sehen. Der Unterschied ist, dass ich hart arbeite. Das Training war sehr, sehr hart. Der erste Teil war härter, danach haben wir uns ein bisschen mehr auf Technik konzentriert. Und insgesamt war das heute wieder eine gute Lektion, sage ich mal. Und so kann es weitergehen auf jeden Fall. Ich habe leider Wechselsachen vergessen, deswegen fahren wir jetzt schnell nach Hause. Und dann brauchen wir auf jeden Fall eine Abkühlung, weil es ist sehr, sehr warm. Ein bisschen Isoclear, ein bisschen entspannen. Tropical mit Eis. Ein bisschen im See chillen. So kann man runterkommen von einem harten Training. Außerdem ist kaltes Wasser sehr, sehr gut. Mir ist auch kalt. Kalt baden ist immer gut, merkt euch das. So, abgekühlt genug. Wir gehen jetzt was essen und danach wissen wir noch nicht, was wir machen. Nehmen wir euch einfach in den normalen Alltag mit. Filet und Fisch ohne Soße. Da kann man gesund über die Runde kommen, auch hier im McDonald's. Was, Bruder? Geht die Socken holen, wir gehen schon vorhin auf den Bahnfreie. Die holen beide Socken, Bruder. Und wie viel ich gucke auf Bahnfreie? Ja, ruf an. Bowlingrunde, zwei Teams, Verliererteam. Kriegt eine Bestrafung. Der schlechteste aus dem Verliererteam ist der erste, der mit der Helmet-Challenge anfangen muss. Ich wusste bis jetzt nicht, was das ist. Wir haben einen Helm organisiert von Felix. So, es geht los, die Regeln sind erklärt und wie gesagt, es geht jetzt los. David! Nein, ich hab dein Schatz! Warum trennt ihr? Trennt richtig, ja? Egal, egal, glaubst du mich? Ich weiß, wer das war, ich hab's nicht gesehen. Mach mal näher ran, Gustav. Ehrlich? Wer war das? Wer verliert? Oh, Johnny. Das war Ehre. Ehre, Ehre. Ehre, 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 Mann. Aber nur weil du jetzt freiwillig rangegangen bist, heißt nicht, wir machen langsamer. Pass. Alex, Alex. Nein. David. Nein. Ich war doch nicht gut, aber. Ali! Nein! Nein! Das war ein Böller! David! Oh! Oh! Mach mal diese Scheiße weg! Nein! Das überlegen, das war billig. Nein! Das überlegen, bitte. Billig! Ey, auf meine Runde! Letzte Runde! Letzte Runde, billig! Geht's weiter! Geht's weiter, oder egal! Der letzte war der Deutsch von allen. Hier das rote Ding. Hast du oder? War David? Nein. War David? Nein. Alex, du kleiner Schwanz, was ist das?
Jetzt war David. Nein, war ich nicht. David. Ein harter Trainingstag ist vorbei. Ich bin auch sehr froh, mit solchen Trainern zusammenzuarbeiten. Hat mir sehr Spaß gemacht und fördert auch sehr gut. So kann es weitergehen. Training geschafft, paar Schläge auf den Kopf kassiert, bisschen Bowling gewonnen. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst kein Like da. Kommentiert nur für den Algorithmus. Wem die neue Marke aufgefallen ist, Wern, haben wir eine neue Marke auf den Markt gebracht. Fitnessklamotten, gibt's Hosen, Trainingsanzüge, Oversize-T-Shirts, Tanktops, dies, das. Alles, was man so braucht als Schrank. als Schrank im Schrank. Könnt ihr auch Geld sparen mit dem Code Johnny. Ansonsten hoffe ich, das Video hat euch gefallen. Kommentare für den Algorithmus nicht vergessen. Und wir sehen uns im nächsten.